Die Produktionsfirma von Robert De Niro muss über 1,2 Millionen Dollar an seine ehemalige Assistentin zahlen, unter anderem wegen geschlechtsspezifischer Diskriminierung. Laut New York Post hat das eine Jury in Manhattan entschieden. Graham Chase Robinson arbeitete zwischen 2008 und 2019 für den Hollywood Star. Sie behauptete in dem Prozess, sie sei wegen ihres Geschlechts Diskriminierung und Belästigung ausgesetzt gewesen. De Niro habe unter anderem sexuell aufgeladene Kommentare abgegeben und ihr stereotypisch weibliche Aufgaben wie Hausarbeit zugewiesen. Robinson hatte Schadensersatz in Höhe von 12 Millionen US-Dollar wegen emotionaler Belastung und Rufschädigung gefordert. De Niro selbst wurde nicht persönlich für schuldig befunden. Vor dem Gerichtssaal sagte sein Anwalt laut New York Times, dass sich der 80-Jährige noch nicht sicher sei, ob die Produktionsfirma gegen das Urteil Berufung einlegen werde. De Niro war zur Urteilsverkündung nicht im Gerichtssaal.